Sie denn nicht gesehen? Es klebt an den Maschinen wie zäher Honig. Sie treibt sie in den Wahnsinn. Die Sucherin. Ich hoffe, sie findet, wonach sie sucht. Thank you.
Das kann ich gut gebrauchen. Das hilft bestimmt weiter. Das wird meinen Magen etwas beruhigen.
Ich bin mehr als bereit für dich. Das brauche ich vielleicht noch. Thank you.
der Regen. Meine Stiefel werden ganz nass. Shitstorm Tour Tag 4. Kaum zu glauben, dass Metallurgic International hier sein Hauptquartier hatte, in dieser tristen, alten Ziggurat. Wyatts Büro war im zweithöchsten Stock. Wenn M-Int eine Regel gegen Romanzen am Arbeitsplatz gehabt hätte, er hätte sie verfasst. Hier gab es einen Kampf. Aber wer hat gewonnen? Kriegerpfeile in diesen Maschinen. Das gab sicher eine Massenflucht. Die Maschinenspuren führen in die Ruinen. Ebenso wie Menschenspuren.
schön leise. Du bist die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Mir. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Habe ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Thank you.
Hier draußen beißt der Schnee ganz schön. Fällt dir was davon? Natürlich. Schön. Sogar der ganzen Welt. Urmutter, vergib manches uns. Ist für uns halte nicht greifbar. Wann man erkennt, ob Maschinen verdorben sind? Ich kann das Fest kaum erwarten. Sorge. Das merkt man sofort. Dann sehen wir uns alle wieder. Ich fand deine Freunde, du weißt schon wo. Sie kommen bald zurück. Oh, danke. Danke, danke, danke. Was für eine Erleichterung. Du verrätst es doch niemandem, oder? Ganz ruhig. Die Stammmütter singen die Hymne der Buße. Ich denke, ihr seid sicher. Das stimmt. Die Hymne ist Sühne für uns alle. Danke. Das habe ich nicht gemeint, aber gut. Es breitet sich aus. Die verdorbenen Maschinen. Sie sind überall. Neugierde ist für Träume. Nicht für... Thank you.
Welche Hoffnung bleibt für uns, die wir hier geblieben sind?
Zuhause. Dass er das alles gebaut hat. Allein. So viele Erinnerungen. Das ist nicht mehr mein Zuhause. Nicht ohne Rust. Hier gibt es nichts mehr für mich. Die Sache endet hier. Es tut mir leid, dass ich nicht eher hier war. Als du lebwohl sagtest, sagte ich, ich würde dich finden. Dich aufspüren. Tja, du hast es wohl doch geschafft. An diesen Ort kann ich nicht folgen. Ich hätte wissen müssen, dass du bei der Erprobung über mich wachst und für mich da bist wie niemand sonst. Wie immer. Ein letztes Mal. Danke, Rust. Ich werde dein Geschenk nicht vergeuden. Versprochen. Ich mach dich stolz. Ich hab versucht, dahinter zu kommen, aber nichts ergibt Sinn. Die Mörder wollten mich, weil ich so aussehe wie diese Frau, älter, mit kurzem Haar. Aber warum und wo ist die Verbindung? Wenn sie meine Mutter ist, sie sieht nicht nach Nora aus. Aber wenn sie im Berg lebt, woher wussten die Mörder von ihr? Je mehr ich erfahre, desto weniger verstehe ich. Ich muss Olin finden. Ein Außenseiter. Er war beim Fest, am Vorabend der Erprobung. Irgendwie sahen die Mörder mich durch seinen Fokus. Und er wusste es. Er hätte mich warnen können. Wenn ich ihn finde, wird er mir alles verraten, was er weiß. Und er wird bezahlen. Die Mörder von der Erprobung. Die werden niemandem mehr was tun. Ich habe sie bis Teufelsleid verfolgt. Wir haben gekämpft und gesiegt. Weil er hat mich beeindruckt. Er hat Mutterprobleme, aber ich mag ihn. Ich muss jetzt zu Olin. Ich versuche, bald wiederzukommen. Gebaut hat. Allein. So viele Erinnerungen. Das ist nicht mehr mein Zuhause. Nicht ohne Rust. Hier gibt es nichts mehr für mich.
Langsam, langsam.